Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Es regnet. Tag 2 in Oschers Leben, Triple M. Wir sind noch nicht gefahren, aber der Grill muss ja produktiv sein, deswegen habe ich den Grill angeschmissen. Der Kenneth startet vom Platz 1 im Rookie Race und der Micha vom Platz 14 im Open Race. Komplett unnütz, so viel Fehler gemacht und dann noch gerutscht und sowas ab und zu, so total blöd. Haben gerade eine Ansprache gehabt, Fahrerbesprechung, dass ja, alle mal ein bisschen Piano fahren. Gestern waren viele, viele Stürze, alles mal ruhig angehen lassen. Gerade ist Open Pit Lane, es regnet. 1-2 fahren, der Micha macht gerade Regenreifen drauf und will dann auch raus. Es soll aber gut werden, also später wird es trocken. Das war jetzt nur heute Morgen ein kleiner Schauer. Das braucht jetzt ein bisschen, bis es ablüftet, weil, beziehungsweise abtrocknet, weil erstmal fahren nur super wenig und davor, vor dem Event war ein Drifttraining und die haben richtig viel Gummi auf die Strecke gelegt. Das ist natürlich auch nicht optimal mit Regen dann. Aber bis es abtrocknet, wird es noch ein bisschen dauern, weil es einfach zu kalt. Aber wir fahren nachher. Soll ich sie anmachen? So, Micha hat schon Regenreifen drauf, jetzt wird warm laufen lassen. Und er ist der Einzige, der von uns rausfährt. Der Rest sitzt nämlich nur eher hier in Kaffeestimmung. Ja, so sieht das aus hier am Morgen. Ich werde jetzt auch noch einen Kaffee genießen. Und dann warten wir, bis es trocken wird, und dann wird das ein Megatag. Wir fahren heute alle in Gruppe B. Der Kenneth, der Flo, der Patrick und ich. Das wird sehr interessant, glaube ich, sehr cool. Gestern war halt ein Megatag, aber wie gesagt, bei Regen lasse ich es noch sein. Habe auch gar keine Regenreifen. Wisst doch gar nicht, wie das überhaupt läuft, wie das geht. Wir können mal reinschreiben. Fahrt ihr bei Regen oder lasst ihr es auch sein? Ich glaube, ich bin da eher der schöne Wetterfahrer, ehrlich gesagt. Aber ja, wird ein geiler Tag. Also wir warten jetzt mal, bis es trocken wird und dann wird er heute schon. Da fährt noch einer raus. Schon geil, Respekt. So, Micha fährt gleich raus, zieht sich an. Und dann wird das ein guter Tag, guter Tag. Es wird trocken. Noch nicht ganz, aber Strecke ist jetzt trocken. Und gleich fahren wir. Hier ist noch so ein, zwei Pfützen. Aber sonst ist es trocken soweit. Curbs fährt man lieber noch nicht. Gerade in der Schikane und so lässt man lieber. Aber nächstes Stint fahren wir. Und das wird bestimmt interessant. Alle dann, wie gesagt, in einer Gruppe. Und wenn dir einer wieder Hunger hat, ne? Wir sind noch nicht gefahren, aber der Grill muss ja produktiv sein, deswegen habe ich den Grill angeschmissen. So, in einer Stunde geht's los. Gleich mal ein bisschen anziehen und so weiter und dann ein bisschen Bewegung, weil boah, noch ist alles ein bisschen wild. Ist ja der erste Sinn immer. Aber dann wird das, glaube ich, noch richtig schön heute. Und Rennen ist nachher auch, fährt Micha mit, Kenneth mit. Wir haben uns, wie gesagt, nicht angemeldet fürs Rennen heute, aber wir gucken uns das auf jeden Fall mal an und stellen uns da oben hin, dass wir in die Hasseröder gucken können und so. Der Kenneth startet vom Platz 1 im Rookie Race und der Micha vom Platz 14 im Open Race. Aber hat er dann seine eigene Wertung, also quasi 750er Klasse. Bin ich mal gespannt, was er reißt, aber wird gut, wird geil. Der Carsten mit der Panigale R fährt hier eine 1,30 und wollte heute mal eine 1,29 probieren. Ich sage, alles klar, so viel dazu. Saugeiler Fahrer, saugeiler Dude und Karre ist eh krank. Also das, was der hier reißt, ist schon nochmal eine ganze Ecke schneller als alle anderen. Respekt. Respekt. Ja, so sieht das aus. Ihr kennt es ja, Reifenwärmer sind drauf. Wie gesagt, die Windschützer, weil es hier echt so reingezogen hat. Und jetzt gibt es erstmal eine Flo und Hunger. Das ist dann ganz wichtig. Dann fahren wir da nochmal. Ich freue mich. Heute wird nochmal gut. Und dann geht es am langen Weg nach Hause. Es geht los. Wir stehen im Leder. Erster Stint heute. Scheint alles trocken zu sein. Kürbs, keine Ahnung. Gucke ich mir erstmal an, wie die anderen da drüber fahren. Wir fahren jetzt alle zusammen raus, die ganze Box quasi. Das wird sehr interessant. Aber erstmal Warm-ups sind, weil erster heute, erster immer Warm-up. Erstmal die Knochen, Blutfühlung und sowas. Deswegen, aber wird cool. Thank you.
das war Sapphire X. Das war, glaube ich, mein schlechtester Stint, den ich jemals hatte. Ich weiß nicht warum. Ich habe selber gemerkt, dass Jona mich viel Fehler mache. Eigentlich einen Zeitpunkt direkt rauszufahren, weil ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Komplett unnütz, so viel Fehler gemacht und dann noch gerutscht und sowas ab und zu, so total blöd. Also das war richtig blöd, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall der schlechteste Stint, den ich so vom Kopf und vom Allgemeinen super viel, obwohl ich eigentlich einen klaren Kopf habe, einfach scheiße gebaut. Weiß ich nicht. Muss man sich auch selber mal eingestehen, das war gar nicht cool. Ja, wie gesagt, wir sind trotzdem halt mit Kenneth gefahren, mit Flo, mit Alex, Patrick. Patrick ist eine 1,41 gefahren, ich bin, glaube ich, auch eine 1,41 gefahren. Aber es war trotzdem der komplette Schrott. Mal ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt gucken wir gleich mal. Jetzt sind erstmal die Rennen. Jetzt ist erstmal das Open Race, das Beginner Race, das Rookie Race. Das gucken wir uns dann da oben von dem Damm da, von der Tribüne quasi an. Und dann schauen wir uns das mal. Danach ist ein Stint nochmal für uns, 15 Minuten. Und am Ende sind die Gruppen zusammengelegt, Gruppe 1 und 2 zusammen. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall war das gerade um den Satz mit X. Ah, bitter. Aber muss man ja auch mal haben, ne? Und ganz wichtig, glaube ich, auch sich das einzugestehen, dass man einfach richtig scheiße gefahren ist. So richtig beschissen. Sitzposition, Beschleunigungspunkte, gar nicht dran gedacht, wo ich mich wie umsetze, wie ich rausbeschleunige, war alles Schrott. Deswegen einfach gut ist, dass alles, was ich sitzen geblieben bin und dass da nichts passiert ist. Toll, 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 dass wie gut die Reifen sind und das Moped, weil das war auf jeden Fall Riesenschrott. Naja, jetzt gucken wir erstmal Rennen, ne? Micha hat die Daumen drücken, Kenneth die Daumen drücken, Alex fährt mal mit. Das wird cool. Rennen geht los. Micha fährt. Nur Micha fährt von uns, ne? Nee, und Phil auch. Phil mit 6. Boah, da vorne geht's los. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich nicht. Da vorne reihen sie sich alle auf. Jetzt gibt's eine Warm-up-Lap quasi, ne? Einmal Teststart. Und dann gibt's den richtigen Start. Wir dürfen nicht da vorne stehen. Erst danach. Und wir gehen jetzt leider nicht. Da oben sitzen schon alle. Wir gehen jetzt nicht dahin, weil der Mann auf dem Stuhl braucht ja auch Hilfe. Der fährt nämlich Rookie Race Platz 1. Also, ja, wir sind gespannt, was der Michael jetzt macht. Hoffentlich bleiben alle ganz vom Rennen. Alle da, nehmen es nicht zu ernst, weil... Ist echt der Teststart jetzt erst? Um die goldenen Ananas. Ja. Das ist ein Teststart da. Ich stelle mir halt vor, wenn du abwirkst und dahinter richtig rausbeschleunigst, dann steht der vor dir, ne? Das ist halt bitter. Also abwirken wir richtig scheiße. In die Hose scheiße. Ich auch. Martin, Berlin wird jetzt oben. In so einer Situation bin ich der abwirkt. Hier, ich glaube, hier einer. Ey, guck mal, was ist das so? Der wird zum Reifenstapel. Der hat seine GoPro vergessen. Was für eine GoPro vergessen? Da rennt schon einer, ne? Los, GoPro. Das ist jetzt kein MotoGP-Niveau. Wieso rennt denn der eine? Ah, ist auch egal. Ach so, das sind Helfer. Ach, das sind Helfer. Wieso sind wir denn nicht da vorne für Micha? Ja. Mann, wir sind ja Boxencrew hier. Gib mir ein M, gib mir ein I. Gib mir ein C. C, H, R, was? Was heißt das Wort? Micha. Micha. Scheuert. Alle gehen? Wollen die jetzt mal pfeifen? Dann gehen wir auch. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie die in der ersten Runde alle hier angeflogen kommen. Ich denke, das wird richtig krass. Boah, war das eine Geräuschkulisse. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Drei Runden schon rote Flagge, alle kommen rein, aber Micha ist vorbeigefahren und Phil auch. Sehr gut. So, nach drei Runden beendet das Rennen. Micha hat in seiner Klasse gewonnen, Phil hat in der 600er Klasse gewonnen. Hier, Phil hat gewonnen und Micha in der 57er Klasse. Jetzt fährt Kenneth im Beginner Race von Platz 1, aber die haben fliegenden Start. Fährt wohl den Zug davor und ab Startziel, halt, darf überholt werden. Bin ich mal gespannt, wie er den Start macht, weil Tausender hinter ihm. Geil, bin ich auch gespannt. Fährt auch eine R6. Filmen wir gleich nochmal und dann fahren wir wieder normal an. Aber Rennen ist schon geil, ey. Guter Vibe. Aber besser noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. So, das war jetzt fliegender Start vom Rookie Race. Gucken wir mal, ob der Kenneth gleich noch Platz 1 ist. Aber gerade war schon einer, habe ich gesehen, ihm gut auf den Fersen. Vielleicht einer hinten besser rausgekommen oder sowas. Aber Kenneth fährt natürlich auch eine 600er. Darf man auch nicht vergessen, da waren auch viele Tausender mit. Ne? Deswegen schauen wir mal, wie das jetzt aussieht nach der ersten Runde. 6 Runden in Summe. Gucken wir erstmal, ob alle die 6 schaffen. Weil, wie gesagt, vorhin waren dann 3 Runden schon rot, weil sich 2 oder 3 sogar weggelegt haben. Ey, das ist echt wild hier, was hier abgeht. Sagen alle. Das ist zwar wirklich Wahnsinn. Naja, egal. 2 Pokale. Box 9 am Start. Nicht von mir, aber egal, ich bin in der Box, das reicht. Ja!
Platz 2. Wir wissen so nicht, ob im Rookie Race auch nach Kubik quasi unterschieden wird, also 1000er, 600er und sowas. Aber sonst ist er Platz 1 in 600er Klasse oder Platz 2 in allgemein. Auf jeden Fall Pokal. Geil. Junge, Hammer. Irgendwann fahre ich sowas drauf. Er ist jetzt nach 1,42 geworden, der Kenneth. Geil. Okay, gleich fertig machen, dann geht's wieder los. Normal, weiter. So zwischendurch ein Rennen und dann geht's einfach normal weiter. Ist das Sinn, ist noch 15 Minuten, habe gerade mal Reifen geguckt. Hinten 1,5, vorne 2,3 passt. Ja, jetzt auf jeden Fall ein bisschen entspannter fahren. Mehr auf Linie, vorhin war scheiße. Vorhin war richtig beschissen. Vorhin habe ich Kacke gebaut, deswegen jetzt einfach sauberer, mal wieder, auch wenn es langsamer ist, aber auf jeden Fall sauberer. Weil das ist viel wichtiger als dieses Gepusche und dieses auf letzter irgendwie beschissen. Vorhin war Kacke. Deswegen jetzt mal wieder ein Flow kommen. Wir fahren wieder alle zusammen raus, aber mal gucken, ob wir zusammen bleiben, weil das verteilt sich immer irgendwie. Von daher bin gespannt, ob es jetzt besser läuft. Ich werde euch gleich berichten. Ja, das war ein besserer Stint, aber trotzdem komisch, weil ich hatte in der ersten Runde den dritten Gang drin, nach der Gegengeraden. Und es war aber kein Kraftschluss. Also, das war so, als wäre ich im Leerlauf. Und deswegen hatte ich gar keine Motorbremse und nichts und war voll irritiert und bin fast gerade rausgefahren. Das war komisch, dann bin ich einmal durch die Box, alles mal durchgeschaltet und dann hat es geklappt. Und dann auch wieder normal gefahren. Dann hatte ich noch das Lenkerflattern da einmal. Boah, das war, weil der Gang nicht rein wollte. Das war auch kritisch. Also irgendwie ist heute nicht mein Tag. Hat man auch mal. War trotzdem eine 1,42, aber war so Kraut und Rüben, muss man sagen. Also heute ist nicht mein Tag, keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, aber sowas hat man glaube ich auch irgendwann mal. Ne? Bis jetzt lief es ja immer echt gut, aber heute ist nicht mein Tag. Muss man sagen. Ich bin dann versucht, ein bisschen auf Linie zu fahren und sowas zu machen, aber optimal war das nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt ist nur ein Stint und dann war es das auch heute. Dann packen wir gleich ein und alles, aber weiß ich nicht, irgendwie hat nicht so meins.
Naja, egal, aber trotzdem, also ist trotzdem geil. Ich würde sagen, wir ruhen uns erstmal so aus. Ich muss ja noch Fotos holen, weil coole Fotos dabei hier. Das ist ja immer so ein Standard eigentlich, dass die so einen Fotoservice haben. Und dann, wie gesagt, so sieht es jetzt gerade aus. Kenneth kommt jetzt viel besser klar mit der R6. Hat ja auch das Rookie Race am zweiten Platz beendet. Fahrzeug ist eine 1,40 gefahren mit der Doppel-R. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ich habe sowieso 1,37, 1,36, ne, 1,36 ist er gefahren mit der 8,99. Sehr geil. Ja, und so ist das heute gewesen. Ey. Irgendwie bei mir, wie gesagt, heute, weiß nicht warum, Kopf ist frei, aber irgendwie will es halt nicht. Ich glaube, hat man mal, oder? Sag bitte ja, weil sonst... Scheiße. So, wisst ihr, wie das aussehen muss? So, Platz 1. Just for Fun Rennen, Platz 1, 750er Klasse. Bam. Hier, Platz 1. Ebenso. Beginner Race. 600er Klasse. Was eine geile Box. Und da, Platz 1, 600er. Das war Mann, ey. Der Tausender war 0,3 schneller. Geile Box. Richtig geil. Drei Pokale. Kann man. Richtig gute Box. Müssen wir auch irgendwann mitfahren. Ich will so einen Pokal. Aber war, glaube ich, trotzdem gut, das noch ein bisschen zu vertagen. Ja, kann man ja auch nächstes Jahr machen. Aber geil. Drei Pokale in einer Box. Ey. Unsere Truppe ist cool. Machen wir mal Reifenkunde. So sieht der V02 aus, nach zwei Tagen, auf jeden Fall noch gut was drauf, fahre ich nochmal. Obwohl halt, deutlich weniger Fleisch drauf ist als auf dem TD, aber Vorderrad. Denke ich auch ganz gut, oder? Also. Sehr schön. Reifenbild, glaube ich, gut. Also, wie ich das sehen kann. Sehr schön. Werde ich schon nochmal fahren, wenn man ihn bekommt. Ist ja nicht so leicht. So, jetzt geht langsam ein bisschen ans Aufräumen. Das ist traurig, aber wahr. Ich muss noch Fotos holen. Die sind geil. Ach, bitte, das ist mal viel Zeug. Mann, Mann, Mann. So, wir packen ein. Es ist wie immer so. Alles und fertig, nur wir nicht. Standard. Aber wir fangen an. Mopeds einladen, dann geht's nach Hause. Es war legendär. Man muss es ganz ehrlich sagen. Gerade die letzte Gruppe nochmal gefahren. Oh, also Gruppe 3 und 4, glaube ich, zusammen. Und vorhin sind Gruppe 1 und 2 zusammen gefahren. War schon geil. Also waren gute Tage. Nochmal verbessert, um einiges nochmal. Wieder viel gelernt. Ich muss das jetzt alles in Ruhe mal analysieren. Das mache ich eigentlich im Nachhinein immer, wie man so gefahren ist und alles. Aber für Flo war es super. Konstant gefahren. Für mich war es super. Patrick ist am Schluss mit der Doppel-R noch 1,37 gefahren. Kranke Scheiße. Ey, übelst geil. Übelst geil. Reifen von Patrick sieht krass aus. Sieht krass aus. Der SC1 hin. Könnt ihr mal sehen. Ja. Also. Da stimmt irgendwas noch nicht in Sachen Fahrwerk oder Luftdruck, aber irgendwas war da, oder? Also das sieht komisch aus. Nur auf der rechten Seite komplett aufgerissen. Aber rechte Seite ist hier in Oschersleben auch, finde ich, bei uns. Und ist immer mehr aufgeribbelt als die linke. Aber so aufgerissen darf natürlich nicht sein. Ansonsten habt mal geile Tage. Wir sind zwei Wochen wieder hier mit KM Training. Das ist dann auch der letzte Termin des Jahres. Und ey, wir hatten eine Wahnsinnstruppe hier in der Box. Kenneth, Micha, Alex, Phil, Flo, Patrick. Ey, das war die geilste Box ever. Hier oben. Wo steht's? Box 9 oder wie Micha auch gern sagt, Box 10. Aber es ist eigentlich Box 9. Und er hat eine super Zeit, also eine Wahnsinnszeit. Haben wieder viel gelernt und freuen uns aufs nächste Mal. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Reifen vorne und zwei, aber habe ich ja alles beschrieben. Sonst Kisten gut gelaufen. Dann haut alles in die Kommentare, gern Feedback. Und Like und Abo wäre natürlich mega nice, würde ich mich übelst drüber freuen. Und dann wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Und immer sitzen bleiben. Ne? Bis dann, Leute. Ciao.